Herzlich willkommen zurück zu Myth of Empires und weiter geht es auf der Suche nach Salz und Erbsen. Ja, der Wolf in der letzten Folge war nicht ohne. Also ich finde die ganz schön heftig, muss ich sagen. Aber gut, das war auch ein Level 20er, ne? Mal gucken hier. Jetzt sind wir da. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Da sollte ich nicht hingehen, ne? Das ist auch wieder gefährlich. Werde ich auch nicht hingehen, das müssen wir später machen. Aber ich werde jetzt diese Straße hoch und dann mal mich links halten. Hallo. Hört auf, mir in die Füße reinzulaufen. Genau, das war dieses Dorf. Das wird eigentlich irgendwie zwei Dinger, ne? So. Jetzt hier lang. Wenn jetzt hier noch Wölfe kommen, dann würde ich die mitnehmen. Ich muss aber erstmal wissen, wo dieses Salzding ist. Oder halt irgendwie Schweine anhauen mit dem Pfeil und Bogen. Das halt Dumme ist halt, dass ich keinen Bogen mit bei habe. Das ist halt richtig doof. Ist das vielleicht sowas? Ja, das sieht aus wie Felder, ne? Irgendwo hier muss doch sowas sein. Oder halt hier hinten. Es kann auch sein, dass das da war. Sieht verdammt so danach aus, als ob das da war. Dann müssen wir ja nochmal rüberreiten. Aber ich will jetzt diese drei Dinge auch nochmal abgrasen und gucken, was das ist. Vielleicht haben wir Glück und bei uns in der Nähe ist doch noch was. Die sind nicht freundlich. Das weiß ich noch. Da waren wir auch schon mal. Die sind nicht freundlich. Okay, dann doch. Dann gehen wir jetzt hier hin. Was ist das hier? Das könnte auch hier sein oder da. Dann werde ich jetzt hier rechts runter irgendwie. Mal gucken. Hier so. Da vorne könnte was sein. Es muss halt irgendwie am Wasser sein, ne? Diese Salzdinger sind irgendwie am Wasser. Hau ab. Gehen Sie bitte. Das ist nur eine Brücke, ne? Oder? Ich wüsste, wo das war, Mann. Das ist doch echt. Ich bin in die falsche Richtung geritten. Ja gut, dann laufen wir so rum. Genau, da ist wieder der Wasser... Ist das der Wasserfall? Das ist ein anderer Wasserfall. Das ist ein anderer Wasserfall. Oh, das sieht aber auch schön aus hier. Da will ich mal kurz hin. Das ist aber schön. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Futter machen für mein Pferdchen. Guck mal, wie schön das hier ist. Mit Palmen und so. Träumchen, wa? Boah, nice. Richtig nice. Da. Da ist Salz. Da ist Salz. Die werden nicht nett sein, Leute. Und die werden einen richtig hohen Level haben, ne? Wenn ich da jetzt rüberschwimme... Man müsste halt irgendwie Viecher da reinjagen, gell? Muss mal gucken.
guck mir das mal an. Wir reiten da mal so ein bisschen ran. Guck mal, was da los ist. Das sind ja eigentlich nur Arbeiter, deswegen wundert mich das ein bisschen. Aber wahrscheinlich, weil das halt eine Ressource ist, die auch so wichtig ist. Aber das müssten wir eigentlich einnehmen, ne? Aber die Frage ist, wenn man das schafft, dort alle zu töten. Kann man spawnen die denn nicht wieder? Also respawnen die dann nicht wieder? Das ist jetzt die Frage. So, gucken wir mal. Wir werden uns mal langsam ranhirschen. Mal gucken, was da los ist. Könnte natürlich einzelne Leute irgendwie wegholen. Aber das sind doch eigentlich Arbeiter. Aber offensichtlich sind die nicht nett. Vermutlich. Vielleicht kann man sich ja von einer Seite irgendwie so... Aber das sind doch hier nur Arbeiter. Sind die denn böse? Das hier ist Lehm, ne? Level 23 ist irgendwie... Jo. Jo. Tschüss. Ja, wie komme ich denn da hin, meine lieben Freunde? Was können wir denn da machen? Schwierig. Ich meine, das sind ja schon ein paar, ne? Ich reite mal da hoch. Ich will mal wissen, wie wir von da oben kommen irgendwie. Da muss ich mir schon ein paar NPCs organisieren. Guck mal, da sind diese Salzhäufchen. Vorne ist so ein Salzhäufchen. Da sind ganz viele Leute. Hier ist nur einer. Nee, zwei oder so. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Salz man da rauskriegt und vor allem, wie man das da rauskriegt. Am kurzen wäre jetzt wirklich da mit so einer Meute Wölfen reinlaufen, ne? Oder irgendwelche Schweine anhauen und die dann da reinlotsen. Wenn ich jetzt Rosinante hier stehen lasse und da runterlaufe, weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Ich habe zwar Level 30, aber bis ich hier fertig werde mit meinem Bogen, ne? Ich könnte da jetzt richtig hinlaufen einfach.
Frage ist auch, wenn man jetzt einen anschießt, triggert der denn die anderen auch? Gut geklappt. Ach, shit. Nee, das wird nix. Tschüss. Ah, die machen zu viel Damage. Die machen viel zu viel Damage, Leute. Okay, das sind also diese Salzhäufchen. Ich muss mir mal kurz wieder. Ich muss mal kurz wieder ein bisschen entspannter werden. Vielleicht hätte er mich gar nicht gesehen, wenn ich mich rangeschlichen hätte. Gibt es denn hier irgendwelche Wildschweine oder sowas? Dann würde ich die einmal anballern und mitnehmen. Oder Wölfe oder sowas. Also diese Salzhäufchen sind es. Die brauchen wir. Die brauchen wir sehr dringend. Die haben halt mega Damage, die Leute, ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch ein Salzding gibt, wo die nicht so einen hohen Level haben. Oder es ist einfach noch nicht so weit und ich muss wirklich gucken, dass ich mir mehr Minen baue einfach. So, ich esse mal noch ein bisschen Reis. Habe ich einen Verband? Diese Verbände habe ich überhaupt nicht, ne? Ist ja auch sehr clever. Die sind halt viel zu hoch. Ansonsten wäre das ja gar kein Drama so. Ich würde gerne ein so ein Häufchen haben. Verstehst du? Gib mir mal ein bisschen was. Oh, das ist schwer, das Zeug. Fuck. Warte. Okay, das geht tatsächlich. Okay, der ist zu dicht dran. Ich hau mal ab. Eieiei, habe ich das eigentlich entdeckt jetzt hier, das Teil? Habe ich das entdeckt? Wo bin ich denn? Ja, habe ich. Hier ist Salz, guck. Food Salz. Also,
Das Ding ist, ich muss stärker werden, ich muss kräftiger werden, bessere Waffen, keine Ahnung. Wie viel Salz habe ich denn jetzt? Och, das ist ja nicht schlecht, oder? Bisschen was habe ich ja. Wir müssen wahrscheinlich doch erstmal über die Minen arbeiten. Wenn die da weg sind, kann man die abklopfen, die Dinger. Level 23er. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege, dass wir da irgendwie mit ein paar NPCs reinlaufen. Ich brauche NPCs. Das heißt, wir müssen aber auch mehr Nahrung organisieren. Und das werde ich dann wahrscheinlich nur mit Reis schaffen erstmal. Dass ich dann einfach nur Reis anbaue aktuell. Aber dafür brauchen wir halt auch Salz. Das ist ja das Problem an der Sache. Das heißt, diese Salzquelle ist mein Problem. Wir können natürlich auch diese Mutus. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Diese hier bauen. Die machen 50. Die machen beide 50. Guck mal. Ne, solange wir kein Salz haben, machen wir halt Wutus. Die Wutus haben ja. Muss ich nochmal kurz gucken. Hier. Das ist ja nur Weizen und Sorghum. Das können wir, dann machen wir halt die Dinger. Dann müssen wir uns darauf konzentrieren, gucken, dass wir jetzt mehr Felder haben. Und dann wird das erstmal unsere Nahrungsquelle sein. So lange, bis wir eine ordentliche Armee haben oder sowas. Und dann, ja. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Bin ich denn jetzt hier überhaupt? Bin auf der anderen Seite. Ach so, interessant. Muss doch hier nochmal zurück. Hier, was ist das überhaupt? Da will ich jetzt hinreiten und dann reiten wir nach Hause. So machen wir das jetzt. Immer geradeaus. Reite mal hier hoch. Guck mal, hier sind noch Schweine. Kann ich damit nicht reinreiten? Weil wenn du da eins anhaust, dann nimmst du alle mit. Weißt du? Und dann kannst du damit Salzfeld und dann alles abernten. Das ist so meine Taktik, glaube ich. Aber dafür brauche ich mehr Leute. Oder wir reiten halt einfach mit NPCs da rein und machen die alle platt. Dann müssen wir aber jetzt schon locker Level 50 sein nachher. Weiß ich noch nicht so genau, wie. Nee, ich will nicht dahin. Ich will ja dahin. Moment. Müssen wir hier bleiben? Wir müssen hier nur lang schwimmen am Wasserfall vorbei. So. Ja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen Salz. Ist jetzt nicht die Welt so, aber wir haben ein bisschen was. Und dann konzentrieren wir uns auf Wutu. Das ist okay. Haben wir erstmal einen Plan. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich diese scheiß Erbsen-Dinger herkriege. Wenn das irgendwer weiß, wo man die Erbsen herbekommt, ist wahrscheinlich ein anderes Biom, wa? Ich raff's halt gerade gar nicht, ey. Gibt's hier irgendwelche Pflanzen noch? Die man ernten kann, wo den Erbsen. Gibt es irgendwo Erbsen? So, hier ist die Brücke. Ich reite jetzt einfach da dran vorbei, ne? Ja. Und dann wollte ich noch wissen, was das hier ist. Das müssen wir noch mal kurz eruieren hier oben. Na gut. Leute, was ist denn? So. Hier noch mal lang, kurz. Hier ist ja noch so ein Weg. Da ist ja, da irgendwas muss hier noch sein. Das Biom sieht ein bisschen anders aus. Was haben wir denn da? Oh. Das sieht aus wie eine Mine. Eine kaputte Mine. Aber hier ist nichts.
Also einfach nur zerstört. Eine zerstörte Mine. Hier muss irgendwas noch sein. Ich habe überhaupt keine Orientierung hier. Das ist ja grauenhaft. Ich reite immer grundsätzlich in die falsche Richtung. Furchtbar. Also das hier. Geradezu. Da ist doch irgendwas. Da muss irgendwas sein. Aber was? Da oben, ne? Da ist irgendwas. Da ganz oben drauf. Ja, guck mal. Es wäre halt cool, wenn es auch noch Minen geben würde, wo nicht unbedingt jetzt irgendwelche NPCs sind, die man selber halt irgendwie einnehmen kann, ohne jetzt einen fetten Kampf zu haben oder so. Okay, was ist das hier? Das sieht voll gut aus. Was genau ist das? Man noch mal kurz hier um die Kurve. Also irgendwie ist doch alles so schwierig begehbar hier, auch mit den Pferden. Wenn ich mir vorstelle, hier mit dem Wagen hinzueiern, naja. Was für ein Gepolter. Haben wir noch ein bisschen Kupfer. Okay. Ah, da ist der Mineneingang, alles klar. Also hier ist eine Mine. Da hinten ist, ja, oh mein Gott, alles klar, ich verstehe. Da ist ein fetter Ort. Ich wünsche, der würde das schon kennzeichnen jetzt. Okay. Hat er jetzt. Okay, Kupfermine, alles klar. Und das hier scheint dann einfach ein Threshold zu sein. Was sonst? Okay, alles klar, dann haben wir das. Dann reiten wir jetzt hier lang. Jetzt hier auf dem Weg wieder zurück. Richtung Heimat, Nahrungsbeschaffung wissen wir jetzt, was zu tun ist erstmal. Solange wir mit dem Salz noch nicht klarkommen, machen wir halt Voodoo, weil das 50 Nahrung gibt oder 50, doch 50 Nahrung gibt. Das heißt, wir müssen immer 5 Felder so, 5 Felder so. Was wir noch machen können, ach ja, das habe ich ja noch nicht. Wir müssen unbedingt nochmal, wir reiten jetzt hier zurück. Wir müssen unbedingt nochmal zu dem Feld hier, weil da habe ich ja Weizen angebaut. Ich muss mal gucken, wie weit das ist. Ich habe leider keine Eimer mit, das ist richtig scheiße, falls da irgendwie Wasser rein muss. Aber bei Weizen ging das ja, bei Reis ist das immer ein Problem. Dann gucken wir mal. Hallo. Boah, ihr müsst immer aufpassen, wo du hinläufst hier. Weil die überhaupt nicht gucken. So, darüber.
Perfekt, so, und dann gerade zu und dann müssen wir direkt zu den Feldern kommen. Vielleicht sind die ja fertig. Ich habe da einfach irgendwie, was ich hatte, habe ich da reingeklatscht. Zu dem Zeitpunkt. Hat ewig gedauert, ne, mit der Steinhacke. Das war, puh, also das macht wirklich erst Sinn, diese großen Felder zu bewirtschaften. Die sind ja Gott sei Dank keine aggressiven NPCs. Aber da können wir uns die NPCs auch holen, ne, die wir dann später benutzen werden für uns, für unsere Zwecke. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, weil die auch einen relativ hohen Level haben. Also zumindest erstmal. Und ich hatte mir auch notiert, was die haben wollen, damit wir die zu uns locken können. Aber wir können die auch einfach verprügeln und das können wir auch nochmal testen. Macht aber wahrscheinlich mehr Sinn mit so einer Zweiergruppe, ne? So. Gleich sind wir da. Vorne. Guck, da vorne ist mein Weizen. Das scheint fertig zu sein. Habe ich einfach da in die Mitte gemacht. So. Ach, schön. Das ist ja cool. Aber wie gesagt, der Aufwand ist halt immens, ne? So ein großes Feld hier auf 30% Porosity zu kriegen, ist echt heftig. Ich habe jetzt meine Hacke nicht bei. Aber jetzt kriegen wir ein bisschen Weizen, das ist echt cool. Aber es lohnt sich. Das heißt, wir sollten hier definitiv später nochmal so einen Zweitsitz vielleicht machen. Kleines Gebäude noch hinbauen. Und Brunnen und sowas alles. Brunnen geht aber noch nicht, weil Level 35 oder 34. Und wenn das denn soweit ist und wir vielleicht Minimum eine Eisenhoe haben, eine Eisenhacke, dann könnte das funktionieren. Dann können wir die hier einnehmen und richtig schöne Sachen anbauen. Das wird cool. So, wie viel habe ich jetzt? 315, ja, schon nice. Let's go. Ab nach Hause. So. Wo ist meine Bude? Ach, da muss ich hin. Gut. Ist immer noch der falsche Wegpunkt, ne? Immer noch von dem alten Gebäude. Naja, okay. Also das Spiel ist kein Spiel, was man in 2 Wochen durchspielt, definitiv. Das ist ein Spiel, was man langfristig zocken kann. Was halt einfach auch dauert. Und wo man Energie und Zeit investieren darf. Und das macht halt Spaß. Belohnungsfaktor ist groß. Das ist echt cool. Und ich hoffe, dass es wirklich soweit ist und Ende Januar dann bei der nächsten Verhandlung zumindest Steam wieder Myth of Empires verkaufen darf. Das wäre halt mega gut. Das wäre wirklich, wirklich gut. Wir lassen uns überraschen. So, die Tage und Nächte sind mir zu kurz. Das würde ich gerne einstellen können. Das wäre sehr, sehr wichtig. Das ist ein großes Manko, wie ich finde, dass man das nicht einstellen kann. Wenigstens die Möglichkeit wäre cool. Nun gut, dann werden wir uns jetzt mal weiter ranmachen an die Bests. Wo kriege ich? Ich weiß immer noch nicht, wo ich Erbsen herkriege. Mistverdammter. Vielleicht ist das ja Zufall, huh? Dass wir irgendwie ernten müssen, irgendwas. Und dann kriegen wir vielleicht mal einen Erbsensaat. Ich hätte ja sein können, dass man das auch irgendwo kaufen kann. Aber irgendwie nicht. Und dann maximal könnte ich mir vorstellen, dass es in anderen Biomen zu finden ist. Ne? Andere Biome, andere Pflanzen. Ja, Leute, bitte. Spannt euch mal. So. Hier, die beiden können wir uns doch auch holen, oder was? Was wollen die denn haben? Aber die wollen auch mal alle so viel Essen haben. Das ist grauenhaft. Aber diese Wutu-Dinger, wenn wir genug anbauen können, geht's ja. Dann haben wir ja genug, ne? Seit Level 13, Level 15. Ich guck mal, was die haben wollen. Raw Meat. Das ist kein Problem. Und du? 15 gebratene Locusts. Auch gar kein Problem. Gar kein Problem. Also die beiden könnten wir uns holen. Die sind nicht weit weg. Ich würde sagen,
Wir gucken mal, ob wir noch mehr Minen finden bei uns, okay? Oder hier vielleicht, in dieser Gegend. Dass wir einfach mehr Minen machen und uns selber dadurch Salz holen. Weil Kupfer ist kein Problem zu holen. Was hatten wir denn da noch? Was konnten wir denn da noch rausholen? Salz, Kupfer. Was waren das? Andere. Eisen ja wohl kaum. Oder? Konnte man auch Eisen rausholen. Das ist halt alles sehr mühselig und nicht sehr viel. Aber wenn du mehrere davon hast. Ich guck mal gleich bei Anna rein, was da Phase ist. Wenn du mehrere davon hast, könnte das funktionieren. Wir könnten ja einfach nochmal eine Wünschelrute machen. Ah, die haben wir ja. Und dann können wir diese Minenlöcher erstmal setzen mit der Schaufel. Und dann müssen wir nur diese Minendinger machen. Das wäre echt nochmal eine Idee zu gucken. Aber jetzt vielleicht nicht direkt vor der Hütte. Das war jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Ich weiß nicht, ob man das wieder abbauen kann. Ich gucke erstmal ganz kurz, wie es Anna geht. Ob die noch was zu futtern hat. Ich habe ja noch Fleisch hier. Ich glaube, die arbeitet gar nicht mehr. Doch, tut sie. Anna, Mensch, du bist ja so fleißig, hör mal. Was haben wir denn hier? Gypsum. 23 Krutsalz, ist doch einfach, ist doch immerhin, ne? Ich sag mal, ich habe jetzt hier, gut, durch so ein Häufchen habe ich jetzt irgendwie doch ein bisschen mehr geholt, aber so viel werfen die Haufen auch nicht ab. So, wie viel Essen hast du noch? Ich packe mal noch was rein. Es sind die Dinger eigentlich. Sind das Perpetuum-Dinger? Ist da immer irgendwas drin? So, was können wir denn hier eigentlich noch sammeln? Mal kurz gucken. Iron, doch, wir können tatsächlich Iron Ore sammeln. Okay. Also wir könnten theoretisch sagen, wir machen uns drei solche Minen. Drei NPCs. Einer macht Iron, einer macht Kupfer und einer macht Salz. Die versorgen sich quasi selbst. Oder wir machen nur Salz. Aber Iron wäre auch nice. Iron wäre auch nice. Okay, wie geht's dir, mein Kleines? Bist du young, bist du? Es geht dir gut, hoffe ich. Was stand da gerade? Horse, make a request. You should care for the foal through cuddling. Interact with the foal and you will have to change chance to replace the current skill. Ich cuddling? Wo kann ich denn knuddeln mit dir? Kann ich denn? Hä? Ich wüsste gar nicht wie. Ach so, das ist Cuddling. Alles klar. Das war Cuddling. Okay. Walking soll ich? 30 Meter walken? Na los, dann komm mit, mein Kleines. Komm. Wir walken ein bisschen. Ach, das ist ja cool. Das haben die adaptiert von Ark. Das finde ich nice. Ich habe schon wieder überzogen. Was ist denn mit mir heute? Meine lieben Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Für eure rege Teilnahme an diesem Let's Play und freue mich auf die nächste Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.